grüß euch. Wenn ihr öfters unseren Kanal schaut, kennt ihr immer schon die List. Eine Idee bleibt meistens nicht bei an. Und deswegen wieder das für die Bänder, für die Deko-Elemente, wie wir die gemacht haben, haben wir ja das Nest gemacht. Und da habe ich jetzt einfach das ganze Glossen und das Loch ausgeschnitten, dass es ausschaut wie ein Ei. Und das möchte ich zum Aufhängen dekorieren, auch ein bisschen österlich. So. Ich glaube, jetzt kann man sich das schon ein bisschen vorstellen, was ich mir dabei gedacht habe. Und zwar einfach wie so ein gehängtes Ei. Ich glaube, das schaut recht lieb aus. Ich kann das draußen oder drinnen aufhängen. Ich möchte das drinnen zu der anderen Deko dazu. Und diesmal habe ich gedacht, ein bisschen eine Farbe, weil jetzt haben wir alles in Natur und Weiß gehabt. Die anderen Sachen passt mir sehr gut. Aber ich kann in meiner Küche zum Beispiel ein bisschen eine Farbe vertragen. Und da habe ich mich für das eigenartige Türkis entschieden. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe da nämlich so schöne Pfauenfedern gekriegt. Und da passt die Farbe nämlich so wunderbar dazu. Und ich habe auch so eine Eilern gefunden, die was auch den Farbe dann haben. Und das reizt mich einfach, das zu machen. So, meine Idee ist wieder, ich tue das innen wieder mit dem Moos austrapieren. Und zwar auch Seiten, einmal die schöne Seiten nach unten, damit das von unten auch schön grün ausschaut. Sonst sieht man nur das Braune. Und dann sieht man da auch ein bisschen das Grün. Und dann gebe ich das andere wieder so drauf, damit ich das Grün oben auch habe. Dann habe ich mir da aus dem Schnitt aus dem Garten, ist oft irgendwas jetzt schon zum Abschneiden, da sind eben so Gräser, ich habe mir ganz einfach als Kranzl nur wirklich ganz auf die Schnalle, ganz schlampert entwickelt und das möchte ich auch als Nest innen eingeben. Da muss man oft ein bisschen das zerdrucken oder verdrucken. Und drinnen macht man das dann wieder gleich. So, jetzt habe ich da drinnen schon, wie ihr seht, eine schöne Basis. Da nehme ich meinen lieben silbernen Hasen und den klebe ich mir da innen in mein Nest ein. Okay. Ist der nicht lieb da drinnen? So, und dann möchte ich ihm da zwei Eilern dazu geben in den Türkiston. Farbt natürlich wieder jeder, wie er mag. Wie es angefällt. Ich weiß, beim Einarbeiten ist das eine kleine, ein bisschen eine Fudelerei. Aber ich glaube, das Endergebnis wird bestimmt lieb ausschauen. So, eigentlich ist mein Innendeko jetzt soweit fertig. Was ich noch probieren möchte, und zwar eine Lichterkette eingeben. Das ist eine ganz einfache. Damit das da innen ein bisschen beleuchtet ist. So, ich habe jetzt meine Lichterketten da drinnen reingegeben, das was ein bisschen eine Beleuchtung macht. Und da oder auf der Seite, da sieht man, habe ich das mit dem Moos abgedeckt, das ist da unterhalb drinnen, habe ich das zum Ein- und Ausschalten. Ganz einfach vom Vorn und man sieht es eigentlich nicht, wenn ich das ein bisschen überober. Jetzt habe ich mein Innendeko fertig und jetzt möchte ich das da auf, ich auch noch ein bisschen verzieren mit dem gleichen Farbton. Und das mache ich ganz einfach mit den Bandeln. Dann nehme ich einfach die Bänder, was mir gefallen, die Farbe, was mir gefällt. Und binde mir das da oben dazu und lasse das seitlich ein bisschen runterhängen. Man kann natürlich auch Maschen machen oder was angefällt. Mir reicht das gerade so, dass die Farbe sich da widerspiegelt. Und auf den Aufi gebe ich meine Federn. Ich binde einfach da dazu ein. Eine Widerspiegelung in den innen drin und mit den Bändern. So. Das ist es
so ein Korkenzieher Hosli mochte besonders gern. Für mich ist das wirklich im Begriff von Ostern. Das gebe ich einfach da oben ein bisschen dazu auf, dann habe ich den Schwung, der was da oben geht, noch ein bisschen betont. Festbinden oder festkleben, wie einer leichter. Man kann natürlich auch die Aufhängung mit den Bändern dazu machen. Mir ist das aber fast zu viel. Ich möchte das einfach nur in Silber oder mit der Angelschnur machen, dass das gar nicht so auffällt. Ja. Also, ein beleuchteter Silberhase im Ei. Mir gefällt es eigentlich recht gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ihr es noch machen wollt, viel Spaß dabei, gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.